Hi und herzlich willkommen, mein Name ist Christian Bild, ich bin Foto- und Videograf aus Oberhausen im Taunus, das ist in der Nähe von Frankfurt am Main und heute nehme ich dich mit nach Bad Homburg, das ist auch in der Nähe von Frankfurt am Main und wir fotografieren ein Light of Bad Homburg Shooting mit der lieben Malis. Ich könnte so fotografieren, ich bleib mal so stehen, schade, nee, geht nicht. Ich dachte, ich könnte dich so fotografieren, dass du zwei Ohren hast. Das wäre ja eine unfassbar coole Idee. Wir gehen weiter. Neues WhatsApp-Profilbild. Was machen wir heute? Wir gehen nach Bad Homburg, haben die lieben Malis dabei. Und die liebe Malis ist mein Model für die Lights Off Bilder. Das bedeutet, Lights Off ist für mich eine Fotoserie, die ich in verschiedenen Städten mache. Bisher leider nur in drei. Corona kam uns leider dazwischen. Wir haben aber angefangen in Frankfurt am Main. Vor 3 Jahren habe ich für eine Frankfurter Hotelfirma gearbeitet, habe für die Fotos und Videos gemacht und habe, als ich mal auf einer Brücke stand und die Skyline im Hintergrund hatte, die Skyline unscharf gezogen habe, weil ich den Vordergrund der Brücke fotografieren wollte, habe ich gemerkt, was doch die Skyline selbst unscharf für einen genialen Hintergrund bildet, für und eine geniale Location sowieso für Porträtbilder. Und dann habe ich mir die Malis eingeladen, habe gesagt, Malis, was hältst du davon? Wir machen mal so ein Shooting, wir gehen mal nach Frankfurt und ich fotografiere dich einfach vor den Lichtern von Frankfurt. Und deswegen Lights Off und dann halt ne, Frankfurt, Oberursel und jetzt Bad Homburg. Zu diesem Shooting heute möchte ich dich einladen. Ich möchte dich einladen, es selbst mal zu probieren. Nimm dir eine Kamera, die einigermaßen rauscharm ist, mit der du einigermaßen bei Dunkelheit vernünftige, rauschfreie Bilder machen kannst. Sonst macht das keinen Spaß, wenn die Bilder mega verrauscht sind, es sei denn, du versuchst es als Stilmittel einzusetzen, aber Rauschen ist leider nicht so wie Korn im Film. Deswegen empfehle ich dir doch eine etwas bessere Kamera zu nehmen. Zur Not leih dir einfach eine vom guten Freund oder von einem Service, der so etwas anbietet. Ich habe benutzt die Canon R5 mit einem lichtstarken Objektiv. Lichtstarkes Objektiv ist auch eine Grundvoraussetzung. Könnt ihr, wie ich, ein 50mm 1.4 nehmen. Ihr könnt aber auch, das ist ein Sigma Art, ihr könnt aber auch ein 50mm 1.8 zum Beispiel nehmen oder ein 85mm 1.8, was ihr so da habt oder was ihr relativ günstig bekommen könnt. Schaut euch mal um. Vielleicht könnt ihr euch das ja auch irgendwie mieten oder von einem Freund ausleihen, wie gesagt. Einfach mal probieren und dann lade ich euch dazu ein, dieses Shooting, so wie ich es mache, einfach mal nachzumachen und mir gerne auch mal eure Lights Off Stadt einsetzen, am besten die Stadt deiner Heimat, Bilder schicken. Wie mache ich das? Wie gehe ich an so ein Shooting ran? Ich habe natürlich ein bisschen was dabei gehabt. Ich habe 90mm Makro dabei gehabt, weil ich mein 90mm Makro sehr gerne für Porträts einsetze. Ich fotografiere Porträts nie offenblendig, das bedeutet 2.8, das sind 2.8er, reicht mir meistens aus. Ich gehe eher sogar auf, ja, sogar 5.6 oder sowas. Ne? Also meine Porträts blende ich meistens immer ab, damit sie schön knacke scharf sind, von vorne nach hinten. Wenn ich das mal nicht möchte, wenn ich den Hintergrund schön blurry, unscharf haben möchte, dann gehe ich hier auf 2.8, das reicht bei dem 90mm Makro, wenn man ordentlich Entfernung zum Hintergrund hat vom Model. Wenn nicht, ja, reicht es trotzdem. Es ist okay. Also ein 1.8er wäre mir natürlich lieber, aber ich benutze dieses 90mm Makro von Tamron sehr, sehr, sehr gerne für Porträts, weil es einfach knackscharf ist und ich auch mit der Kamera viel näher ans Model rankomme. Ich kann theoretisch ein Porträt vom Auge machen und also so ein Close-Up-Bild vom Auge und das kann ich halt mit einem 85er zum Beispiel nicht. 85er sind meistens Porträtobjektive auf, was sind die gerechnet, auf knapp einen Meter Abstand, also 30, 40 Zentimeter musst du mindestens einhalten. Mit dem kann ich theoretisch auf, ich glaube, 10 Zentimeter ran oder so. Also, ist verdammt, man kann verdammt nah ran mit. Dann hatte ich noch dabei auch ein kleines Makro. Es ist ein 35mm Canon RF 1.8. Hatte ich aber allerdings dabei, um eher so Street-Art-Fotos zu machen. Oder wir hatten überlegt, dass wir quasi diese Moderation, die ihr jetzt hier seht, die ich jetzt hier im Studio aufnehme, dass wir die in Bad Homburg live in der Szene machen. Dafür hatten wir A, keine Zeit, B, kein Nerv und es war halt auch nirgendwo eine schöne Location, wo man das hätte machen können. Ah, dieser Moment, wo du denkst, es könnte was aussehen, dann durch den Sucher guckst und einfach nur mega enttäuscht bist. Was hatte ich noch dabei? Natürlich meine Kamera, ich hatte noch dabei ein kleines Stativ, ich hatte unzählige Akkus dabei. Also ich habe die R5, normalerweise brauche ich da immer mindestens 2 Akkus, wenn ich unterwegs bin. Ich habe nicht mal einen gebraucht. Was hatte ich noch dabei? Ich möchte
was ist das Ziel dieses Shootings? Das Ziel dieses Shootings ist, mit einem offenblendigen Objektiv die Lichter der Stadt als Hintergrund zu designen und mein Model dann vor diesen Hintergrund zu setzen und auch mit den Lichtern der Stadt beleuchten zu lassen. Das kann ich leider manchmal nicht so, dass ich nicht harte Kontraste im Gesicht habe, weil mein Model zum Beispiel ziemlich nah an einer Straßenlaterne steht, die Straßenlaterne nicht sehr hoch ist und mein Model sehr krass von dieser Straßenlaterne beleuchtet wird. Dann benutze ich dieses kleine Lichtpanel hier, um so ein bisschen diffuses, meistens versuche ich es gegen eine Hauswand zu halten. Ich habe das im Video mal gemacht und habe es in ein Schaufenster reingehalten, um diffuses Licht auf mein Model zu bekommen, damit ich nicht so harte Kontraste im Gesicht habe. Das ist das einzige zusätzliche Licht, was ich nutze. Einmal sorry nochmal für die B-Roll, die ihr immer mal wieder seht. Sie ist leicht verrauscht. Ja, liegt daran, wir hatten eine Lampe dabei, die wollte ich eigentlich auch oben drauf setzen, aber wir haben festgestellt, dass da der Chris, lieben Dank nochmal Chris, dass du uns gefilmt hast, da der Chris uns ja mit dem Gimbal und der Kamera gefilmt hat, hätte dieses Licht zusätzliches Licht in die Szene gebracht, hätte die Malis unterschiedlich beleuchtet, zusätzlich beleuchtet. Und dann haben wir gesagt, da wir uns nicht absprechen, hier, jetzt kannst du filmen, jetzt tue ich nur so, als würde ich fotografieren. Nein, ich möchte euch ja wirklich zeigen, wie ich fotografiere. Und das war dann einfach nicht drin, dass wir dann Videos gedreht haben und Fotos gemacht haben und wieder Videos gedreht haben. Das ging nicht. Deswegen haben wir uns entschieden, wir nehmen das Rauschen der Kamera in Kauf, lassen diese Kamera, lassen dieses Licht nicht auf der Kamera. Und genau, und Chris musste sehen, wie er uns irgendwie einigermaßen hell kriegt. Ich finde, das hat er super gemacht und für eine B-Roll ist das in Ordnung, denke ich mal. Lieben Dank nochmal, Chris. War ein super Einsatz von dir. Okay, wir warten, bis das Auto durch ist. Das Licht will ich nicht. Danke. Genau, mit diesem Licht kann ich nur empfehlen. Ist ein Rolei Lumen Pocket, heißt es. Ist nicht teuer. Man kann hier verschiedene Kelvin-Stufen einstellen. Man kann die Lichtintensität einstellen von 1% bis 100%, wobei immer eine Verdopplung, ne? Ihr kennt das Prinzip. Und ihr könnt die Kelvin-Stufen einstellen, also von warmweiß bis kaltweißes Licht machen. Das ist genial für so ein Shooting, weil ich mich dann an das Umgebungslicht anpassen kann. Ich kann schauen, was für ein Licht ist vorhanden, und damit ich nicht in eine warme Szenerie ein kaltes Licht reinhalte, kann ich dann hier das Licht einstellen, halt die Lampe so ungefähr in die Nähe von dem vorhandenen Licht, guck, passt die Lichtfarbe ungefähr, ja, passt, und dann auf mein Model drauf. Das könnt ihr auch machen, indem ihr einfach, wenn ihr was dabei habt, ein weißes Blatt oder eure Hand nehmt, schaut, wie die mit der Lampe belichtet ist, und dann beleuchtet ihr die mit eurer Lampe und schaut, ob das ungefähr dieselbe Farbe von eurer Haut gibt, und dann wisst ihr, ihr habt dieselbe Lichtfarbe eingestellt. Ich muss auch nur so Pi mal Daumen, 100%. Sieht keiner. Was hatte ich noch dabei? Eine Powerbank und mein Universalkabel. Das ist ein kleines Spiralkabel mit mehreren Steckern, damit ich quasi auf alle meine Geräte die Powerbank anschließen kann. Dann hätte ich dabei von Peak Design mein kleines Multitool, was mir schon öfters mal den allerwertesten gerettet hat. Einfach, stellt euch vor, ihr habt eine Stativplatte unten an der Kamera dran, die euer Akkufach blockiert. Und diese Stativplatte, es gibt welche, die kriegt man nicht mit einer Münze oder mit einem Schraubendreher auf, sondern da braucht ihr einen Imbus für, und die haben nur einen Imbus. Diese, wie heißen die? Peak Design? Nein. Doch, Peak Design, glaube ich. Peak Design, die Capture Clips für die Clips an den Gurten, die sind so. Die haben unten einen Imbus und nur einen Imbus, nichts anderes. Das bedeutet, ihr braucht letztendlich einen Imbus, und der hat quasi alle gängigen Imbusse, die ihr für eure Fotoausrüstung braucht, und meines Erachtens darf das sogar ins Handgepäck, weil kein spitzer Gegenstand dran ist. Das Spitzeste ist dieser kleine Schraubendreher. Ich glaube, da gibt es spitzere Gegenstände im Flugzeug, aber ich lege meine Hand dafür nicht ins Feuer. Ich habe es nur gehört, man kann damit auch fliegen. Dann hatte ich noch dabei, was ich immer dabei habe, ist ein Reinigungskit, ne? Stift und eine Flüssigkeit, falls ich mal auf die Linse datsche. Gerade wenn ihr mit Offenblende arbeitet, ist sehr, sehr wichtig. Wenn ihr mit Gegenlicht arbeitet, unter anderem sehr, sehr wichtig, weil so kleine Schlierer seht ihr dann doppelt und dreifach letztendlich im Bild drin. Und was ich noch dabei habe und es quasi nie benutze und immer wieder mitnehme, was ich übrigens auch mal das Reinigungskit einsetzen könnte, sehe ich gerade, ist ein Prisma. Und zwar würde ich immer gerne, ich möchte es immer gerne beim Fotografieren machen, hinterher setze ich dann ähnliche Effekte mit Photoshop und Lightroom rein, also eher mit Photoshop.
ja, funktioniert irgendwie genauso gut. Aber es ist halt cool, wenn man das direkt im Bild reinbasteln kann. Man kann Blendeffekte reinbauen. Wenn ihr mit Offenblende fotografiert, nehmt ihr die Kamera und nehmt dieses Prisma, setzt es hier vorne halb in die Linse rein und spielt dann ein bisschen mit dem einfallenden Licht rum. Das einfallende Licht knallt euch in die Linse rein und sorgt dafür, dass ihr Flares reinbekommt, dass ihr Schattenspiele, dass ihr Lichtspiele reinbekommt, dass ihr auch teilweise entgegengesetzte Straßenseiten und sowas mit reinspiegeln könnt. Könnt ihr richtig experimentell unterwegs sein, richtig kreativ euch austoben. Ich habe es immer dabei, ich müsste mal auf ein Shooting gehen und müsste, ich sage mal Shooting, ne, auf einen Fotografietrip gehen. Fotografietrip hört sich an, als würde ich mir eine Handvoll Dias einschmeißen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ich müsste mal fotografieren gehen und müsste das Ding einfach mal mitnehmen und sagen, ich fotografiere nur damit. Immer in der Hand halten, wobei, das ist auch blöd, da muss ich so einen Handschuh anziehen, so einen weißen. Und immer vorne in die Linse reinhalten, mal gucken. Ja, vielleicht wird das nächste Video oder eins der nächsten Videos. Ah, das ist eine gute Idee. Seid gespannt. Wo wir schon beim Thema sind, wenn ihr dieses Video dann mal sehen wollt, was irgendwann mal kommen wird mit dem Prisma, verspreche ich es euch, dann Kanal abonnieren, Glocke anschalten und Daumen nach oben für dieses Video. Ich bin sehr, 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 sehr neu hier auf YouTube. Das ist mein drittes Video, was ich euch präsentieren darf. Und ich würde mich freuen über ein bisschen Support eurerseits, dass dieser Kanal für mich Sinn macht und ich noch ganz, ganz viele Videos aufbauen kann. Würde mich super freuen. Ja, genau. Kamera haben wir gesagt, Prisma haben wir gesagt, Reinigungsmittel haben wir gesagt, habe ich dabei. Genau, das ist ungefähr das. Ich habe noch so einen Gurt dabei und noch eine Taschenlampe, die man sich oben an die Mütze klemmen kann. Die hat auch rotes Licht und kann man per USB aufladen. Deswegen auch wieder hier Powerbank. Ne? Wenn sie mal leer ist, kann ich sie notfalls aufladen. Super genial, immer dabei zu haben. Ich verlinke euch einfach mal so, was hier auf dem Tisch liegt, unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch mal anschauen. Das sind übrigens Affiliate-Links. Das bedeutet, ich habe einen kleinen Bonus davon, wenn ihr auf den Link klickt. Euch kostet es nichts mehr und ihr unterstützt mich und meinen sehr, sehr jungfräulichen Kanal. Ja, genau. Das war es, was ich dabei habe. Was wir beim Shooting natürlich beachtet haben letztendlich ist, dass wir immer einen schönen Hintergrund haben. Dass das Licht in der Stadt immer einen schönen Hintergrund gebildet hat. Und dass wir die Malis von vorne einigermaßen gescheit beleuchten konnten. Das ist jetzt immer nicht so einfach, weil meistens habt ihr eine schöne Schaufensterscheibe mit schön viel Licht, was reinkommt. Also was quasi in der Fläche auf die Malis wirken würde, was sehr plan ist, was ein sehr schmeichelhaftes Licht ist. Dann habt ihr aber meistens den Hintergrund ziemlich langweilig, öde, triste, keine Gegenlichter, die ihr zu Lichtbubbles formen könnt durch die Unschärfe. Also wenn ihr die Blende aufmacht, viel Licht reinbekommt, wird der Hintergrund sehr, sehr unscharf. Und diese Lichter, die euch entgegenscheinen, die werden zu so großen Lichtbubbles. Sieht ganz, ganz toll aus. Ich blende es euch hier mal ein. Wie gesagt, ihr könnt letztendlich das nur fotografieren, wenn ihr eine Offenblende habt und könnt es natürlich auch nur fotografieren, wenn ihr im Hintergrund auch irgendwelche Lichter habt, die reinpassen. Ich habe mir in Bad Homburg zum Beispiel in dieser Szene, habe ich mir mal eine Bäckerfiliale gesucht, die ist direkt neben einer Bank und es war voll cool, weil die Bank hat blaues Licht gehabt und ein Bio-Bäcker, hatte so ein orangenes Licht. Blau und Orange harmonierte sehr, sehr gut zusammen, ungefähr wie mein Hintergrund. Hier ist so ein bläuliches Licht, hier ist das orangene Licht der Lampe und das harmoniert sehr gut miteinander. Ihr müsst mal auf Hollywood-Filme und Kinofilme und Serien, müsst ihr immer mal schauen. Sehr oft wird Gotham zum Beispiel, mal anschauen, sehr oft wird gespielt in so dramatischen Szenen mit diesem roten Licht, also mit diesem gelb-roten, diesem warmen Licht und dem sehr, sehr kalten Licht. Einfach mal ausprobieren. Könnt ihr auch mal mit zwei Folien machen. Ha, Folien hatte ich auch dabei. Haha, Thema. Was hatte ich noch dabei? Genau, hier so Folien für, um mein Licht anzupassen, wenn ich es denn mal gebraucht hätte. Habe ich nicht, deswegen habe ich sie gar nicht erst rausgeholt. Aber Licht, also verschiedene Farbfolien für das Licht hätte ich auch noch dabei gehabt. Verlinke ich euch auch unten. Kosten nicht die Welt. Spart ihr euch das RGB-Licht, wobei das RGB-Licht auch nicht schlecht ist. Ja, genau, das haben wir versucht. Wir haben versucht, die Malis jedes Mal schön beleuchten zu lassen. Und gerade bei dieser Bäcker-Szene war es super klasse. Wir sind da hingekommen, ich habe gedacht, ach Gott, was ein hässliches Licht. Wie kann man denn nur so ein blaues Licht rausstrahlen? Stand dann auf einmal aber neben dem Bäcker und dachte mir, wunderbar,
Da hast du rotes Licht, da hast du also gelbes Licht, da hast du natürlicheres gelbes Licht, da hast du dieses unnatürliche blaue Licht, harmoniert von der Lichtfarbe perfekt, als ob sie sich abgesprochen hätten, und getrennt wird das von einer Säule, von so einer, was ist denn das, Sandsteinsäule oder sowas. Und habe ich gesagt, okay, Marlies, stell dich doch mal bitte an die Sandsteinsäule, wir probieren mal gerade was. Sie hat noch Jacken angehabt und Mütze auf und alles. Ich habe mich vor sie gestellt, habe ein Bild gemacht, habe gesagt, wunderbar, das warme Licht umschmeichelt dein Gesicht, umschmeichelt von vorne deinen Körper. Das blaue Licht wirkt von hinten als Akzent. Perfekt. Marlies hatte immer eine Jacke an, hat die Jacke ausgezogen, hat darunter ihre Klamotten gehabt, in der sie sich gerne auf den Bildern gesehen hätte. Hat sich ein bisschen in Pose gestellt und genau in dem Moment, wo ich das Bild machen wollte, machen sie uns das warme Licht vom Bäcker aus. Jetzt mit Jacke. Ohne Jacke. Sorry, ja, ohne Jacke. Bitte. Nimmst du auf? Verdammt. Eben gerade, man glaubt es nicht, aber hier kam gerade ein wunderschönes orangenes Licht, was wunderbar harmoniert hat mit dem blauen Licht von der tollen Bank. Und in dem Moment, als unser Gimbal aufgegeben hat und wir neue Akkus reinladen mussten, haben die das Licht ausgemacht. Wir beleuchten den jetzt den Laden und hoffen, dass sich keiner beschwert. Nö, alles gut. Wir filmen nicht den Laden, ich mache ein Bild von ihr. Und ich ärgere mich gerade, dass ihr mir das Licht ausgemacht habt, weil das war so ein schönes rotes Licht, was hier rauskam. Alles gut. Na, hinterher noch ein nettes Gespräch mit den Angestellten. Sehr, sehr nett, alles gut. Allerdings hatten wir auf einmal dieses warme Licht nicht mehr. Aber ich habe gesagt, ich will diese Location haben, ich will diese Szene haben. Ich möchte die Marlies genau dort fotografieren, weil ich finde, das ist das, was man aus der eh schon sehr spärlichen Locations in Bad Homburg rausholen konnte, ist es das Beste. Was habe ich also gemacht? Ich habe dieses Pocket Loom genommen, habe ein Warmlichtturm eingestellt, ins Schaufenster reingeleuchtet. Das Schaufenster hat nochmal von sich durch das große Plakat, was im Schaufenster hing, schön diffus nach draußen gestrahlt. Ich konnte mit diesem Licht quasi das Schaufensterlicht in etwa nachahmen und habe die Marlies dann in mein selbstgebautes warmes Licht reingestellt. Das war so die Challenge. Also einfach zu überlegen, was können wir wie wo fotografieren. Wir hatten auch am Anfang hatten wir auch richtig übles Bodenlicht. Also eine Kirche, in der ich als erstes fotografieren wollte, weil die immer total toll beleuchtet ist. Ich als Landschaftsfotograf das gesehen, also Landschaft, Urban Landschaft, bin da immer mal lang gegangen, habe das früher schon mit analog fotografiert, diese Kirche, weil die immer toll beleuchtet ist. Das Portal ist wunderschön beleuchtet, worauf ich natürlich nie geachtet habe, wie sie beleuchtet ist. Ich dachte, das sind irgendwelche Strahler, die weiter weg sind, Strahler, die irgendwie in den Decken eingebaut sind, die das Portal beleuchten. Nein, das ist ein dicker Strahler, der unten am Boden sitzt und nach oben strahlt. Marlies hat sich einfach mal da vorgestellt, mal drum gestellt. Es ist nichts geworden. Es sind wirklich mehr oder weniger Halloween-Bilder. Licht von unten, immer unschön. Ja, und dann sind wir nach ein paar anderen Bildern. Wir haben noch wir haben in so einer schönen alten Straße mit ein paar Laternen, haben wir noch sehr, sehr schöne Bilder hingekriegt. Guck mal mit dem Kopf zum Chris. Ich hoffe, der steht noch rechts hinter mir. Mit den Augen, aber von dir aus rechts an mir vorbei. Ja, das ist ganz cool. Und auch nochmal die komplette Straße. Marlies hat sich in die Mitte von der Luisenstraße gestellt, das ist die Einkaufsstraße in Bad Homburg. Und wir haben die komplette Straße als Flucht genutzt und haben in diese Flucht rein fotografiert. Dort hatten wir dann auch genug Licht, die Marlies schön diffus von vorne beleuchtet haben. Das sind richtig coole Bilder gewesen. Dreh dich mal an, zeig mir mal Hogwarts. Was? Zeig mir mal Hogwarts. Kannst du den Pulli so über die Schultern rüberziehen noch? So, dass du quasi so auf den... Genau, perfekt. Und jetzt einen Schritt nach rechts machen und über deine linke Schulter zu mir gucken. Das ist so cool. Ich muss gerade die Blende noch ein bisschen zumachen, dass Hogwarts auch noch scharf ist. Das ist cool. Gelle? Ja. So mal von vorne, ohne Hogwarts. guck mal auf das Plus von Eis und Moor. 3-4 Sets, die haben wir hingekriegt.
dann war es dann aber schon. Aber ich sage immer, wenn man in so ein Shooting geht, mit keinem Plan und mit 1, 2 brauchbaren Bildern nach Hause kommt, hat sich der Tag gelohnt. Und das haben wir geschafft. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß zusammen zu dritt durch Bad Homburg zu laufen. Ein paar blöde Sprüche haben wir gebracht und ja, war einfach ein saucooler Abend. Wenn du weiterhin diese saucoolen Abende von mir sehen möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Kanal. Glocke, Daumen nach oben, ihr kennt das Prinzip. Hilft mir, hilft dem YouTube-Algorithmus, diesen Kanal ein bisschen zu pushen. Und mal gucken, was das nächste Video wird. Freut euch auf nächsten Freitag. Bis dahin. Ciao. Achso, und übrigens. Nachmachen. Ciao, macht's gut.